Start Recording und das alles über ein Touchpad. Das ist eine fantastische Technik. Ich bin immer wieder verblüfft, was doch noch funktioniert. Gleich nachdem ich verblüfft bin, was alles nicht funktioniert. Ja, ich hatte doch vor einiger Zeit die Jetstream 3200 in einem meiner Flugunfallberichte drin. Und da fiel mir doch ein, ich habe so ein Ding im Hangar stehen und dann können wir doch mal reingucken. Allerdings, ich habe eben schon mal ein wenig geschaut und festgestellt, dass hier einiges fehlt. Nämlich zum einen ging es ja um den Gaslockhebel und der ist schon mal nicht da, wo er auf dem Unfallbericht, auf dem Dingens drauf war. Ich habe jetzt einen Hebel gefunden, der hier unterhalb der Armlehne ist, da vorne. Und ich weiß, dass... dasselbe haben wir hier allerdings auch, was mich etwas irritiert. Und ich weiß, dass zum Beispiel die Saab, wie heißt die, 640, auch sowas hatte. Ich kriege die jetzt wieder nach vorne hier, die Armlehne? Mich doch so ungern ohne Armlehne. Ja, klapp sie doch mal. Ach, egal, verzichten wir einfach auf eine Armlehne. Das heißt, also ich bin mir nicht sicher, ob das hier der Gastlockhebel sein soll oder ob das eine Sitzverstellung ist. Aber hier in der Gegend würde er Sinn machen. Und der Tiller, das war das Ding, womit man normalerweise... das Flugzeug am Boden steuern kann, den hätte ich jetzt eigentlich hier erwartet. Das wäre dann so ein großes, schwarzes oder rotes Handrad, das aussieht, als wenn man mit das Gas aufdrehen könnte oder das, der Hauptwasserhahn oder sowas. Ist aber nicht da. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sie den hier schlicht und ergreifend nicht eingebaut haben. Denn das hier ist ja ein älteres Expert-10-Flugzeug, das sie aufgemotzt haben. Vielleicht gibt es das hier einfach nicht. Das ist aber auch relativ egal. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal so ein bisschen sinnlos in der Gegend rum und gucken nach irgendwelchen Dingen. Wir fangen schon mal damit an, dass wir ganz anders als die Piloten natürlich die Armaturen, wollte ich gerade sagen, hier, die Steuerungskontrollen testen. Dann gucken wir uns das Ganze von draußen auch nochmal an. Doch so kann man es ganz gut erkennen. Da wäre einmal rechts, links, Aileron. Dann hätten wir rauf und runter. Das ist Elevation oder Elevators. Und dann hätten wir die Pedale, das ist hier Rudder. Und ich, wenn ich ein bisschen zur Seite gehe, hier könnt ihr sehen, achtet mal auf das Bugrad. Das bewegt sich mit dem Heckflossen da hinten mit. Nur wie gesagt, da hat man nicht den Ausschlag, den man mit dem Tiller erreichen kann, wenn man ihn denn findet. Wenn man ihn denn benutzt und wenn man überhaupt alle sonstigen Gerätschaften einschaltet, warum habe ich eigentlich oben rechts noch eine, oben links noch eine Anzeige eingebaut? Die machen wir mal eben einfach weg. Die hatte ich bestimmt zu irgendwelchen Testzwecken dahingesetzt. Das kann man bei X-Plane nämlich alles einzeln machen. Abteilung Data Output kann man einfach das hier wegmachen. Die kann man alle einzeln anzeigen lassen. Dann ergeben sich hier oben eine riesenlange Liste von blauen Zahlen. Eine überaus nützliche Angelegenheit, aber manchmal ein bisschen sehr umfangreich. Also Bremse weg, Gas rein. Mit solchen Kleinigkeiten wie beispielsweise irgendwelchen Flaps oder sonst was halte ich mich gar nicht lange auf. Hat man schon genug damit zu tun, rauszufinden, wie empfindlich das Rudder bei dem entsprechenden Flugzeug ist, weil die sind da alle sehr unterschiedlich. Und ich muss dazu sagen, Rudder und Empfindlichkeit, wie ich jetzt gerade ja wieder vor zwei Wochen feststellen durfte, in Natura hat man da, wenn man nicht gerade ein Flugzeug mit Hydraulik hat, also sozusagen mit, na komm Schatzi, bist schnell genug, Fahrwerk rein, wollen das von draußen sehen. Böse gegen Antrim hier. So, wäre noch nicht schnell genug, deswegen. Genau, bei Rudder steuert man ja normalerweise das Bugrad. Und das ist wie bei einem Auto ohne Servosteuerung oder Servolenkung. Da muss man ganz schön treten, dass sich was bewegt am Boden. Na, in der Luft ist das natürlich alles wieder anders. Aber am Boden latscht man ganz schön drauf, während ich hier einfach nur irgendeine Sprungfeder habe, auf der ich rumtrampele. Was natürlich irgendwie relativ sinnlos ist, aber ich habe glaube ich schon mal erwähnt, ich habe ja schon einen Force-Feed-Joke, der einem das alles sehr viel besser macht. Aber wenn ich jetzt nur für die Ruder, die ich ja im Wesentlichen beim Starten brauche, dann löst man aber eben flauschige 2000 Orken für und das überlege ich mir dann ja doch noch. So locker habe ich die Kohle noch wieder nicht sitzen. So, gucken wir uns noch mal so ein bisschen... Das ist ein Heck oder anders. Also mit den Pedalen. Ich
ich mache jetzt mit den Pedalen im Grunde gar nichts. Jetzt aber trete ich mal drauf. Und ihr seht, das tut dem Passagier nicht gut. Aber das tut mir wirklich leid. Setzen Sie sich mal wieder hin. Der eine Passagier hängt da oben. Egal, wenn ich jetzt steuere, beim Steuer, dann seht ihr, ist dieses Heckruder überhaupt nicht betätigt. So kann man so praktisch winken mit den Flügeln. Aber wenn ich jetzt einschlage und wieder gerade loslasse, fliegt die Bühne trotzdem im Kreis. Na, das ist nämlich der Trick dabei. Das Ruder brauche ich praktisch also nur, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Triebwerksausfall hätte. Oder sonst wie eine schlechte Beladung oder sowas. Dann bräuchte ich das Rudder, um die Stellung hier zu kontrollieren, zu korrigieren. Aber ihr seht schon, das ist eine ungesunde Angelegenheit. Das sollte man nur machen, wenn es wirklich nötig ist. Ja, ich habe hier meinen Spaß, ne? Und ihr langweilt euch. Aber so ist das Leben. Aber hier kann man es nochmal besser sehen, ne? Wenn ich den hier einschlage, dann fliegt die Mühle auch automatisch eine Kurve, ohne dass ich hinten am Rudder irgendwas gedreht hätte. Man benutzt das aber meines Wissens bei größeren Flugzeugen, um zum Beispiel diese leichte Fall- oder Steigneigung in der Kurve zu kompensieren. Bei modernen Airlinern allerdings ist das auch völlig egal. Da spielt das alles keine Rolle mehr. Die machen das alles selbst automatisch mittlerweile. Das ist selbsterklärend, glaube ich. Ich denke, wir fliegen jetzt mal ein bisschen unten zusammen. Ja, schlechte Sicht nach unten. Ich setze mich mal eben eine Idee höher. Na, setze ich sozusagen höher. Dann nehmen wir mal Triebwerksleistung ein bisschen raus. Obwohl, man hört es kaum, ne? Ah! Wo kommt denn der her? Und warum ist das so dunkel hier drin? Ich werde jetzt mal absichtlich ein kleines bisschen in Höhe. Dann schauen wir uns mal an, welche Autos heute auf der Autobahn hergeistern. Ah, was wackelt das? Ja, wir kriegen jetzt auch richtig Geschwindigkeit drauf. Obwohl ich... Irgendwie bin ich so an der oberen Grenze des Sitzens. Obwohl ich Gas rausnehme, werde ich schneller. Das liegt einfach daran, wenn man irgendwie 100 Tonnen Flugzeug bergab rollen lässt, dann wird das halt schneller. Und das ist in der Luft auch nicht anders. Die Drehzahl der Propeller bleibt gleich. 2500. Genau, weil ich die Geschwindigkeit hier nicht unwesentlich im Maße durch die Blattverstellung der Propeller regle. 2000. Jetzt erzählt ihr mir, ich bin zu tief, obwohl ich kein Fahrwerk ausgefahren habe. Oder ich habe Overspeed, das kann auch sein. Ja, 250 Knoten, das müsste an sich gehen. Ja, 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 ein bisschen schnell. Ja, na dann, wisst ihr mal, was das für ein Konzert ist, wenn so ein Pilot irgendwie in der Notlage ist, alles klingelt und trötet gleichzeitig. Und ich fliege jetzt hier keinen Jagdflieger, sondern eine eher behäbige, kleinere Dynamo-Maschine. 100. Wenn wir Nummernschilder lesen können, sind wir zu tief. 200. Also das weiß ich jetzt auch nicht, was das war. Aber das könnte zum Beispiel auch kein Landefahrwerk draußen und deswegen Lärm. 100. Oder ist es ein Passagier, der hupt und will aussteigen? Was ich gut verstehen könnte. Oder habe ich an das Miet? Nein, das passt noch. Aber trotzdem, ein bisschen mehr sollte ich geben. Es könnte sein, dass ich hier zu langsam werde, weil 170 ohne Landeklappen könnte ihm ein bisschen mau sein. Wow, da war aber eine Bodenwelle in der Luft. Dann mach mal Folgendes, wir gehen einfach mal. Alles hupt und klingelt. Ich sag dem Autopiloten mal, er soll ein bisschen was tun. Oh, er sagt,
nicht aktivieren. Das heißt, ich kann mich dunkel erinnern, dass es hier ein Buch war. Da ist Pilot. So, das hoffentlich der Autopilot. Oder steht der Co-Pilot? Flight Director? Autopilot on, jawohl. Heading auf irgendeine Ecke und Vertical Speed ist 1000 plus. Ich bin gespannt, ob das mit Vertical Speed ernst nimmt. Oh ja. Doch, er nimmt es ernst, er nimmt eine neue Richtung ein. Eine besondere Höhe habe ich ihm nicht vorgegeben, das heißt, er geht jetzt in den Steigflug und steigt einfach vor sich hin. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal von außen an. Ja, dann kriege ich den Eindruck, ich drehe mich mal ein bisschen so in die Sonne, dass wir Rückenlicht haben. Nicht Rückenwind, sondern Rückenlicht. Ja, da unten ist zum Beispiel auch diese Fracht. Bay. Ja, wie sowas nennt. Gepäckbay. Luggage Bay. Das ist das Ding, was das abgekriegt hatte. Noch die Flügeltanks waren, glaube ich, angeschrannelt. Füller hat er einen abgekriegt. Ja, also insgesamt, die Sache war teuer. Ja, so sieht also die Jetstream 3200 aus. Ich fliege sie eigentlich ganz gerne, weil es ist knuffig. So ein bisschen abgerannt und ich stehe auf so alte, kaputte Sachen. Ein bisschen mehr. Ach genau, ich hab noch diesen schönen Knopf hier. So. Jetzt macht er das Ankommen des Flugzeugs nämlich automatisch und ich brauche nicht mehr viel zu tun. Oh richtig, wir steigen jetzt auf den Bus. Das bringt den Ankommen-Dingen durcheinander. So, Vertical Speed 0. Einmal an, einmal aus und dann müssen wir diese Höhe eigentlich halten. Ja. Ab jetzt wird das Video eigentlich sinnlos, weil wir haben ja eigentlich alles gesehen, was wichtig war, beziehungsweise wir haben die beiden wichtigen Instrumente haben wir gerade nicht gesehen. Sehr sinnvoll. Das ist also mehr jetzt was für die, die einfach nur neugierig reingucken, was das für eine Höhle ist. Das ist eine Turboprop. Ah! Ah! Wir haben ein Feuer! Hab ich noch nie erlebt! Wie krass! Also, erstmal rein ins Cockpit. Wie gesagt, achso, ich muss den hier abschalten dafür. So, jetzt haben wir hier irgendwo Feuerlöscher. Erstmal muss ich den Gashebel, eigentlich muss ich Gas rausnehmen für eine Seite. Das kann ich aber nur hier, hoffe ich. Nee, ich kann den Gashebel hier nur komplett benutzen. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal Gas komplett raus. Was er aber auch nur sehr unwillig tut. Naja, schön. So, Feueralarm. Okay, irgendwas läuft nicht gut, würde ich sagen. Eigentlich ist das Flugzeug unkaputtbar. Ich muss irgendwas eingestellt haben, mit dem Katastrophen zugelassen sind. Wo ist der Feuerlöscher, verdammte Hacke? Normalerweise erwarte ich die hier irgendwo. Ja, das ist jetzt anders, Beat. Also wieder Gas geben. Feuerlöscher, Feuerlöscher. Kein Feuerlöscher. Ich finde ihn nicht. Ja, wahrscheinlich ist das rechte Triebwerk ausgefallen. Das liefert keinen Schub mehr, denn sich hin. Und dadurch zieht die Mühle jetzt natürlich nach links. Na, der rechte Propeller schiebt, der linke nicht. Ich wundere mich, dass der Autopilot überhaupt noch an ist. Bei solchen vom normalen Kurs abweichenden Geschichten müsste er eigentlich sich sofort abschalten. Ich glaube, wir stürzen gerade ab. Kann das sein? Ach, muss ich den vielleicht händisch hier? 400 300 100 50 40. Gear down, wo habe ich das? Irgendwo hier? Jetzt zum Beispiel steuere ich ganz brutal mit dem 100. Stall.
interessant. Also, was ist jetzt passiert? Es ist uns wahrscheinlich... Nee, continue. Mal weiter. Escape, wir wollen mich zurück nochmal eben. Ja, soweit will er mich doch hinlassen. Und zwar, was ist jetzt passiert? Erstens, das Triebwerk hätte überhaupt nicht brennen dürfen, weil ich meines Wissens keinerlei Schäden können passieren, Sachen eingeschaltet hatte. Es kann sein, weil X-Plane mittlerweile das ein oder andere Update nachgelegt hat, dass es inzwischen existiert, was ich ehrlich gesagt super geil fände. Gerade nach dem Zufallsprinzip. Grund ist relativ klar, ich habe den Schubhebel bis ganz nach vorne gehabt die ganze Zeit. Das ist normalerweise tödlich für jeden Motor. Was dann passierte ist, der rechte Propeller schiebt, der linke nicht. Dadurch geht die Mühle zur Seite. Dann habe ich gesehen, hier hinten, naja, ich kann jetzt leider keine Steuerflächen mehr bewegen. Also hier hinten, das Seitenruder war, was ihr auf dem Video sehen könnt, das Seitenruder war vom Autopiloten bis zum Anschlag zur Seite gedrückt worden, weil er versucht hatte, die Mühle irgendwie hochzuhalten. Als ich den Autopiloten abgeschaltet habe, das war hier, nein, ich habe es versucht hier, aber musste ich es dann vorne drin, zog die Mühle ganz brutal nach links, weil dann plötzlich das, was der Autopilot schon gemacht hatte, plötzlich weg war. Dann habe ich die Pedale noch zur Hilfe genommen und das hätte gereicht, wenn ich höher gewesen wäre, hätte das noch gereicht, die Mühle in der Luft zu halten. Da ich allerdings schon so tief unten war und gleichzeitig Fahrt verloren habe, gab es dann den berühmten Strömungsabriss und dann ist die Kiste also auch in horizontaler Lage nicht mehr zu halten gewesen. Fahrwerk müsste ich noch rausgekriegt haben, vielleicht hat das den Sturz abgefangen. Ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal mit Alt-R, war das? Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Ja, können uns die Zeitlupe angucken, wollte ich gerade sagen. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal laufen hier. Also ich kann jetzt nichts mehr steuern. Das ist jetzt das, was passiert ist. Schöner Ton, ne? Da hat der Autopilot noch Kontrolle gehabt. Dann habe ich, glaube ich, Gas weggenommen. Hängt das damit zusammen? Oh, achtet mal hier aufs Steuerhorn. Ich werde gerade daran erinnert, dass auch die Bewegung der Leitflächen ja mit aufgezeichnet wird. Da könnt ihr auch sehr schön sehen, wie hier, da muss ich mal ausführen, ne, wie hier das Höhenruder ein bisschen gegensteuert. Jetzt habe ich wahrscheinlich gerade den Autopiloten abgeschaltet oder Gas weggenommen, um den Feuerlöscher zu suchen, von dem ich eigentlich immer noch nicht weiß, wo er ist. Ja, na, kaum habe ich Flugzeug in der Hand, schon geht's kaputt. Steuerflächen sehr schön sehen. Ja. Na, jetzt sieht die Kacke also brutal nach links. Und ich bin damit beschäftigt, jetzt erstmal den Autopiloten irgendwie auszuschalten. Verlieren an Höhe. Was das wieder kosten wird. Seite und verliert dabei natürlich auch Auftrieb. Jetzt müsste ich gerade den Autopiloten entdeckt haben. Jawohl. Reise jetzt gleichzeitig am Seitenruder. Das müsste man das Heckruder im Auge behalten. Das müsste sich gleich schlagartig 500. Nach rechts bewegen. 400. 300. Ja, da ist es, ne? 100. Die Mühle so eben noch in der Luft gehalten. 30. Fahrwerk kommt wahrscheinlich gleich raus, ich hoffe es zumindest. Und jetzt, in diesem Flug, in diesem leichten Steigflug, wird die Kiste so langsam, dass sie beim besten Willen nicht mehr zu halten ist. Und das eine Triebwerk, das noch Leistung bringt, reicht nicht. Deswegen wird 100. Der Aufschlag zu hart werden. Ja, aber, ne? Wir hätten alle überlebt. Außer dem Flugzeug natürlich. Ja, so ist das, ne? Alt-R, wieder raus hier. Und jetzt gucken wir nochmal eben ins Cockpit. Ist so verdammt dunkel hier drin. Hier muss irgendwo, da ist Engine Management, Computers, Manual Start, Hydraulic Shut,
Normalerweise müssten diese Feuerlöscher-Dinger immer riesig groß sein, aber ich krieg den Kopf nicht weit genug im Nacken, damit das Head-Tracking da klarkommt. Also eigentlich erwarte ich den Kram, der so Feuerlöschkampf hier, aber es ist mir so zu dunkel hier im Cockpit. Ich sehe nichts. Außerdem blendet hier das Reallicht auf dem Monitor leider ganz ordentlich. Sehen irgendwo die Feuerlöscher? Ich sehe sie nicht. Da sitze ich einfach zu hoch und muss tiefer gucken, ja. Was läuft jetzt bei Mike auf, aber nicht left space for takeoff. Ist so dunkel. Da ist da was? Nee. Gut, also fürs nächste Mal sollte ich mir vielleicht merken, vorher mal die Feuerlöscher zu kontrollieren. Gehört nämlich eigentlich zur Checkliste. Und dann gucken wir hier mal eben. Jetzt muss ich mich richtig, grübeln. Läuft das unter General? Ne, diese Katastrophengeschichten? Warning, Data, Flight Mode, Damage. Damage, ist das alles? Remove flying surfaces when over speed or over G-Limits. Das heißt, du kleidest ja, warum schüttelt das so? Ich schalte das Head-Tracking gleich mal ab. Normalerweise brechen also nur Flügel oder Teile davon ab, wenn man over G oder over Geschwindigkeit hat. Ja, wer ist ratlos? Dann hat wahrscheinlich das Flugzeug das selber einprogrammiert. Also die Entwickler der Flugzeuge haben so ihre eigenen Vorstellungen und können das durchaus übersteuern. Ja, und dass ein Triebwerk kaputt gegangen ist, ist, wie gesagt, wenn man dauernd mit Vollgas fliegt. Normalerweise schere ich mich nicht drum, weil dem Simulator ist es ja egal, ob ich das Triebwerk, die Triebwerke zum Klump fliege. Hier nicht. Gut, also jetzt haben wir nicht nur ein kurzes, wir gucken mal ins Flugzeug. Nein, wir haben unfreiwilligerweise auch eine begründete Notlandung. Unfallursache, der Idiot am Steuerknüppel. Wie so oft. Danke fürs Reingucken. Und jetzt müsste an sich mein üblicher, ich mach die Kamera alleine Ausspruch kommen. Aber ich würde sagen, ich schalte hier eigenhändig die Aufzeichnung ab. So. Ja, danke fürs Reingucken.